Herzlich willkommen zum dritten Video bei Glor-Seminar. Mein Name ist Urs Glor und hier geht's um Fragen zu Quantenheilung. Das ist schon Nummer 3. Was haben wir denn noch? Wir haben noch, ist Quantenheilung eine Methode, eine Einstellung, eine Art zu leben oder einfach ganz normal und natürlich? Heute geht's darum, ist Quantenheilung eine Methode? Dazu muss man natürlich auch, was sinnvoll wäre, meiner Meinung nach wissen, was heißt eigentlich das Wort Methode? Und da habe ich dir mal was aus dem Duden herauskopiert, und zwar fachsprachlich heißt das eine planmäßige, systematisches Verfahren zur Erreichung eines Ziels. Ganz witzig haben Sie hier ein Beispiel. Forscher haben eine völlig neue wissenschaftliche Methode entwickelt, um. Tja, was heißt denn das jetzt, wissenschaftliche Methode? Da müsste man dann wieder definieren, was ist eine wissenschaftliche Methode. Gut, okay, lassen wir das Beispiel mal beiseite. Finde ich persönlich nicht sehr glücklich, aber was soll's. Ein planmäßiges, systematisches Verfahren zur Erreichung eines Ziels. Ist das Quantenheilung, wenn man es anwendet, sprich die Zwei-Punkt-Methode? Ja, auf jeden Fall. Du erreichst zwar nicht ein spezifisches Ziel, in Anführungszeichen, so nach dem Motto, ich will jetzt das erreichen, ich will jetzt das erreichen, da erreichst du meistens meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach nicht wirklich das Ziel, aber es ist ein planmäßiges Vorgehen in dem Sinne, dass man einen Schritt nach dem anderen macht und insofern auch ein systematisches Verfahren. Die zweite Definition, eine bestimmte Art des Handelns. Seine Methoden gefallen mir nicht oder seine Methoden gefallen mir. Das auf jeden Fall für diese Definition, was ein bisschen näher dem kommt, was eine Methode, sprich ob Quantenheilung eine Methode ist, ja oder nein. Das ganz sicher. Was auch ist, ich habe letztens fürs letzte Video, bekam ich da irgendwo, weiß es nicht mehr genau, sei das in Facebook oder in Momanda oder in Twitter, keine Ahnung, glaube es war in Momanda, eine Antwort bekommen, ja, eigentlich grundsätzlich ist ja jede Heilung oder jedes Heilverfahren irgendeine Art Quantenheilung, weil ja alles mit dem System Quanten oder mit dem Quantensystem verknüpft ist oder da seinen Ursprung hat. Das ist wieder so ein lustiges Ding. Ich möchte jetzt nicht gerade sagen, dass das nicht wahr ist. Es ist aber auch nur ein bisschen wahr. Also es ist so eine Halbwahrheit, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach. Denn du kannst nicht jedes Heilverfahren, das sich so nennt, auch sagen, okay, das ist irgendwie abgewandelt eine Quantenheilung oder eine Zwei-Punkt-Methode. Das stimmt so nicht, denn jedes Verfahren hat sein eigenes systematisches und planmäßiges Vorgehen und ein bestimmtes Handeln. Also insofern ja und nein. Ne? Aber was du ganz sicher sagen kannst, Quantenheilung ist eine Methode, die dir schnell weiterhilft, wenn du sie so anwendest, dass sie auch bei dir funktioniert. Und da scheiden sich dann die Geister. Die einen sagen, ja, es muss so mit diesem Plan gehandhabt werden. Man muss sich zentrieren, man muss sich von oben bis unten verbinden. Man muss zuerst alle Chakras öffnen, man muss die ganze Aura reinigen oder kann die ganze Aura reinigen oder die Chakras reinigen und. Das ist alles, bitte nicht falsch verstehen, nur aus meiner Sicht ganz lustig, aber nicht wirklich hilfreich. Es gibt dann noch, aus meiner Sicht, noch ein bisschen extremere, die sagen, ja, man muss die vergangenen Leben alle zuerst korrigieren. Alles schön und gut, kann man alles machen. Für den einen oder anderen ist das sogar wichtig und stimmt das auch. Für mich nicht. Ich mache auch Rückführungen und ich weiß, was das bewirken kann. Und ich weiß auch, wie man da die Menschen beeinflussen könnte und sie teilweise leider auch werden, was ich nicht unbedingt sehr hilfreich finde fürs Leben im Jetzt. Denn schlussendlich sollst du ja wirklich im Jetzt leben und jede Methode, die dich vom Jetzt wegbringt,
Das heißt jetzt nicht, dass man mit einer Methode in die Vergangenheit geht und irgendwelche Sachen in Ordnung bringt, so gut es geht oder wie auch immer. Das meine ich damit nicht. Aber es ist nicht hilfreich, in der Vergangenheit zu wühlen und sich da zu erlaben, was das alles passiert ist und wer man da alles war und. Und dann in der Gegenwart vergisst zu leben oder zu handeln. Insofern sind dann die Methoden für mich nicht wirklich die hilfreichen Methoden. Aber das ist, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. So. Also, ist jetzt Quantenheilung eine Methode, ja oder nein? Per diesen zwei Definitionen auf jeden Fall. Mehr braucht man dazu, ist es eine Methode oder nicht, eigentlich nicht zu wissen. Sprich, die Frage ist beantwortet und das wär's dann auch schon fürs heutige Video. Ich habe es unter 10 Minuten geschafft. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu Quantenheilung, egal welcher Art, dass die sind, schreib's bitte unten in die Kommentare oder Erfahrungen hast mit Quantenheilung oder deine Meinung zur Quantenheilung, bitte unten in die Kommentare und dann werde ich auch vielleicht in einem nächsten Video oder separat in einem Video diese Frage beantworten. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder, wenn man so will, oder wenn die ganze Serie schon abgedreht ist, dann siehst du alles hintereinander. Da geht's dann um, ist Quantenheilung oder kann man Quantenheilung als eine Einstellung verstehen? Bewerte dieses Video, gib deine Kommentare oder deine Erfahrungen ab, was mit Quantenheilung hat oder deine guten oder schlechten Erfahrungen oder deine Meinung. Ich würde mich riesig freuen darüber. Du wirst so oder so sicher wieder von mir eine Antwort bekommen, wie immer. Und ansonsten herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.